herzlich willkommen. Ein neues Spiel in meiner Steambox. Barbarian. Ich muss mal gucken. Fullscreen ist schon mal ganz gut. Deutsch ist auch gut. Ich würde das gerne ein bisschen leiser machen. Ich weiß nicht, ob ich zu leise bin im Hotel oder auch nicht. Aber wie ihr sehen kann, ist auch das hier nicht wirklich irgendwas machen. Also hoffe ich mal, dass einfach alles gut ist und ich spiele mal los, würde ich sagen. Es ist übrigens erstmal ein Let's Test, denn ich habe es noch nicht angespielt. Brad, our hero and local barbarian for hire, sleeps soundly. Help! However, evil cares not for his sleep patterns. Yet again, Brad is called upon to protect the town's prized decorative crystal. Ja, gut. Any normal day, Brad would care, but today he doesn't. Tired of grinding XP, saving useless NPCs, and living only to destroy, he uses some previously misplaced crafting skills and fashions a loot out of an old war axe. Armed with his new gear, he steps outside. Lautrocken. Gut. Dann gucken wir doch mal, was hier so geht. Tutorial Goblin. Hallo Fleischklaus, ich bin der Tutorial Goblin und ich möchte dir einige Grundregeln beibringen. Pass gut auf, damit du dich später nicht lächerlich machst. Der erste Schritt sind deine ersten Schritte. Umhergehen mag schwierig erscheinen, aber du schaffst es beständig. Stimmt schon. You can move using the arrow WASD or controller. I urge you to use the controller to get the fine and very experience. Mein Controller. Ist überhaupt angeschlossen? Ich glaube nicht. This arrow WASD authorizes you to move bread and collect chests. Gut, hätte ich das jetzt gewusst, aber okay. Ah, das ist eine Tastatur mit der Tastatur, die das wahrscheinlich einigermaßen gut hier. Sehe ich schon. Läuft. Länderspiel. Unglaublich, du bist ja ein guter Länder. Du scheinst ja wirklich laufen zu können. Ja, Spielfeld laufen. Noten werden automatisch erzeugt, wenn du auf deiner Achslaufe spielst. Wenn du stehst, beginnst du eine Jam-Session und Noten werden schneller erzeugt. Use your notes to summon units to fight for you. You can have up to 3 units for now. Are mapped to JKL keys. Press J to summon an archer now. Trigger X. So, and then sorry, the optimal. So, cool. Click to the goblin by his angle. Klaus Kälchen, ein bisschen mehr Schaden nicht, weniger verletzt werden, schneller laufen, angreifen. Du kannst ein paar Noten in Power Soli investieren. Power Soli können dein Überleben bei den Tod bedeuten. Setze sie sorgsam ein, um einen Toten im Kampf zu finden. Jawohl, Power Solos are mapped to keyboard. Click the button on the text to watch your art to join the spot. Okay, gut drücken. Gut, durch das Töten von Gegnern steigt die Kombo-Zeit. Du hast 5 Gegner in Folge getötet. Hast du 5 Gegner in Folge getötet, steht dir das mit Heilungssensoren zu verfügen. Weil du getroffen zu werden, ist wird die Anzeige auf dem Tisch setzen. Alles klar. The Stun Solo will knock back your enemies stun them while all the projectiles. It may just save your life. It's basic right now. Ich höre jetzt mal kurz auf, dass kurz dieses Tutorial ist ja eh noch ein bisschen lahm.
So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier geht. So, dann holen wir uns noch gleich mal den nächsten Rad hier. Ich hab grad gesehen, ich hab den Schuss über. Aua. Das Geld geschmiert. Also da muss man auch ein bisschen auf der Hut sein, dass man da schnell ist. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Also ein paar Treffer habe ich eingesteckt, aber alles. Wow. Der kam direkt von oben. Upgrades kaufen, erneut versuchen. Wave 2, New Best. Okay, ich guck mal, was es für Upgrades gibt. Also das Spiel hat, weiß ich gar nicht, was hat das gekostet? 1,40 oder so? Also dafür muss ich sagen, macht's auf jeden Fall schon Laune. Und, ja. So. Okay, dann geht's jetzt weiter. Aha, hier kann man also seine seine Einheiten aufwerten. 35 Gold habe ich. Octodad ist dabei. Sehr cool. Einheiten Held. So, was kann man hier machen? Schade, dass da keine Beschreibung beisteht. Das wäre cool. Körperspray. Was haben wir hier? Stadtkristall. Ah, wenn man draufklickt, dann. Erhöhen sich Trefferpunkte des Stadtkristalls, damit man mehr Schaden aushalten kann. Okay. Werner Universität, das Haustier der Stadt. Was haben wir hier? Dieser kleine Kerl folgt ihm in der ganzen Stadt und sammelt das Gold. Ah ja, okay. Ja, das ist eigentlich auch schon recht sinnvoll, tippe ich mal. Aber ich probiere es erstmal mit dem. Ah, ich glaube, so ein Bogenschütze, ich meine, den kann man ja. Ich grade ihn einfach zweimal ab hier und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Überleben, Abstand, aha, hier sind Herausforderungen, okay. So, Team auswählen. Ja, da bleibt mir im Moment nicht so wirklich viel über. So, muss ich auch noch anklicken. Ja, wie gesagt, erstes Mal, dass ich das hier spiele, also so, ich kann natürlich erstmal die Richtung. Da ich den Bogenschützen hier aufgewertet habe, muss ich natürlich auch benutzen. Hau aber rein hier jetzt gerade. Jetzt. Bewegen. Das läuft nicht rum. Achso, das ist jetzt noch. Ah, hier läuft er. Ich sehe es auf dem Map. Ich bin schon unterwegs. Hui! Das war knapp. Thank you.
erste Runde geschafft. Magier ist gleich im Arsch, dann brauche ich ein bisschen Feuerkraft. Wir sehen schon, ich spare mir das hier eigentlich ein bisschen auf. Also okay, man kann drei Einheiten gleichzeitig haben, kann hier nichts mehr anklicken, obwohl ich ausreichend Geld zur Verfügung hätte, beziehungsweise Boden. Treffer oder was? Oder hatte ich vorher schon? Ich habe das jetzt gar nicht gesehen. Verdammt. Ah, das, ja. Man muss immer wieder von vorne spielen, habe ich so das dumme Gefühl. Das ist natürlich nicht so schön. Ich werde erstmal ein bisschen. Was ist das hier? Hilft Brad beim Spielen von einigen harten Gitarrengriffs. Seine Notenerzeugungsgeschwindigkeit erhöht. Oh, das ist natürlich auch nicht so gut. Was ist das hier? Erweitern Sie die Maximalgröße Ihres Teams. Aha, hier kann man das also erhöhen. Und hier beginnen Sie mit mehr Noten und rufen die Erfolgsleute schneller herbei. Das hier ist, dass Brads Team besser richten und sie etwas näher aneinander bringen.
Ich glaube, das ist auch gar nicht so doof. Da kann man den Sachen besser ausweichen. Hier werde ich auf jeden Fall auch was rein investieren. Und ja, Inspiration ist glaube ich auch nicht so verkehrt. Ist hier noch irgendwo was upgraden? Nee, leider nicht. Na gut. Ja, da würde ich sagen, geht's nochmal los. Die Leute des Teams sind besetzt. Und ich werde jetzt nochmal eine kleine Runde spielen und vielleicht diesmal auch bis zum Ende dieser Map oder wie auch immer vorstoßen. Mal gucken. So. Haben wir jetzt erstmal alle drei Leute. Also diese kleinen Mobs hier, diese Flash Mobs am Anfang, die haben auf jeden Fall nicht viel zu lachen, würde ich mal jetzt behaupten. Ah, da kommt nämlich der erste. Da müssen die Bogies jetzt zweimal feuern. So. Runde 1 ging schon mal ziemlich schnell. Ich habe keinen Schaden genommen. Weiter geht's. Wichtig ist ja, dass man am Ende auf jeden Fall. Noch steht, wie viel Schaden man dann im Endeffekt bekommt, ist ja egal. So, fleißig Kohle einsammeln hier. Ach, und diese Einheiten leveln auch noch irgendwie auf. Eine Anzeige dafür hat man jetzt, oder sehe ich jetzt im Moment auf jeden Fall nicht. Aber keine Ahnung, ich denke mal, dann machen sie mehr Schaden oder haben sie Leben oder nur eine Angriffsgeschwindigkeit. Irgendwie sowas wird sicherlich sein. Errungenschaft freigeschaltet. Keep it moving. Wenn man vielleicht irgendwie Türme oder sowas aufbauen könnte, die dann oder Mauern, die Gegner so ein bisschen, sag ich mal, zentraler laufen müssen. Dieses Hoch und Runter ist wahrscheinlich Sinn und Zweck des Spiels, dass man hier so ein bisschen natürlich auch aufpassen muss, aber naja, Türme jedenfalls, das wäre auf jeden Fall noch cool, wenn man mal schauen, vielleicht kommt es ein bisschen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich muss sagen, so macht es bisher auch Spaß. Ist auf jeden Fall ein nettes Spielchen, wo ich für zwischendurch mal. Kann man auf jeden Fall sich mal antun, würde ich sagen. Gerade wenn es dann jetzt nur irgendwie auch kostet. Dafür lohnt sich das allemal. Also, ich weiß jetzt nicht, was der Originalpreis für das Spiel ist. Vielleicht 16 Euro. Kein Problem. Wow, echt. Aber ja, ich sag mal, hier würde ich meine Tour. Okay, einmal zurückziehen.
Wow. Ja. Erstmal. Wir sind schon. Ah, da war noch einer. So, ist der Gegner hin? Ach, der rennt da gegen den Kristall an. Ja. Den hätten wir schon. Den auch. Jawoll. Neue Einheit freigeschaltet. Ein Heiler. Yeah. Wow. Wow. Er ist krass. Na gut, immerhin kann man auch die Fossilien stammen. Das gefällt mir schon mal gut. Wow, die Dinger sind hier schon. Blöd ist natürlich, dass die jetzt hier zum Boss schießen und ich irgendwie gar keinen Schaden mehr kann machen. Da muss ich so ein bisschen ausrufen brauchen, ja, ja. Schieß doch auf den. Oh, ja. Oh, ich habe noch meinen Heiler verloren. Das ist natürlich schlecht. Jetzt eigentlich immer so viele Gegner nach, bis man den Boss weg. Sehr schön, die Idee. So, was macht das hier? Das war schon recht heftig. Was ist er hier? Keine Ahnung. Egal. Early Bird. Hey, 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 die Runde war heftig. Leider. Was? Einer, der die heilt? Das wäre also mein Hauptcharakter. Der sieht nämlich schon ein bisschen mitgenommen aus. Und wenn ihr da mal genau hinguckt, hat er auf jeden Fall schon blaues Auge und dieses Auge und sieht so ein bisschen angebräunt aus. Naja. Wow, Feuerbälle. Da ist der Kristall kaputt und ich habe mir gerade noch einen neuen Dingens geholt hier. Aber dafür gab es ordentlich Gold. Ich werde mal gucken, was ich hier so an neuen Upgrades jetzt reinholen kann. Irgendwann schafft man das auf jeden Fall und dann freue ich mich ganz toll. Aha, der Heiler. Ja, ich glaube, schalte ich auf jeden Fall mal frei. Und auch gleich ein bisschen upgraden, denn den Kaufbold werde ich, denke ich, mal rausnehmen. Oder, oh, weiß ich nicht, den Bogenschützen behalte ich natürlich, den habe ich jetzt ein bisschen gelevelt.
Aber ansonsten, was macht das Ding denn überhaupt? Enjoys crying, hurting himself and long runs on the beach. Strict vegetarian. Hint, appears randomly in survival mode. Aber was der jetzt genau macht, sagt er auch nicht, ne? Das ist natürlich... Dishes big damage, little to no regard for his own well-being. Na gut, dann werde ich hier vielleicht nochmal ein klein bisschen was machen. Und zwar... Nein, da fehlen mir 34 Gold. Das ist schade. Die vierten wäre natürlich auch ganz cool gewesen. Aber ich glaube, den mache ich einmal hoch hier. Und auch nochmal hier. So. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, schon beim Mittag. So, ab geht's. Das hier wird, denke ich mal, die letzte Runde für dieses Let's Test. Oder für diesen Let's Test, je nachdem. So, erstmal alle drei Leute dazu. Und jetzt geht's ab. Die halten sich das gut aus hier. Nein. Das ist ein Heiler, der macht gar nichts. Oder muss ich das hier erstmal stehen bleiben? Das wäre natürlich richtig cool. Heil doch mal. Was ist los? Kurzes Vergnügen. Also der Heiler ist auf jeden Fall noch nicht ganz so cool, wie ich es erwartet hätte. Heilt ein bisschen lahmarschig. Also so eigentlich gar nicht, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen tun, würde ich mal sagen. Aber das Spiel ist auf jeden Fall schon mal ganz nett, das gefällt mir ganz gut. Da werde ich auch noch ein bisschen weiter spielen, auf jeden Fall. Oh, was kann ich mit der Kaserne machen? Technische Einheiten oder Level werden erzeugt. Bei Erreichen des höchsten Levels kommt ein Verteidiger auf ihr Dach. Aha. Technische Einheiten höherer Level werden erzeugt. Das ist irgendwie so total überhaupt nicht aussagekräftig. Magische Einheiten höhere Level werden. Ach so, jetzt schneide ich das. Was ist das hier? Bezahlen Sie einige Geschenke, dann bleiben Sie bei Ihrem Kampf helfen. Aha. Und der Trunkenbold, was macht der? Mit seiner Gallenflüssigkeit verlangsamt der Gegner. Bei Erreichen des höchsten Levels kann er sie sogar schwächen. Ich glaube, dann werde ich einmal den hier nehmen und das einfach mal testen. Und hier noch was. So, also jetzt dann ein allerletzter Durchgang für heute, für diese Folge. Und behalte ich ihn jetzt drin hier? Ich denke schon. Alle Leute am Start. Da wollen wir noch machen. Das ist der Trunkenbold. Wow. Das Problem ist, wenn man den Heiler dabei hat, dann macht man nicht ausreichend Schaden an den Gegner, der ist wirklich was zu tun. Da ist der Kristall gleich wieder kaputt.
Ich laufe nochmal schnell hin. Kann ich nicht noch mehr auf die Bewohner der Stadt gucken. Sei es drum. Ich werde hier diese Folge auf jeden Fall mal beenden und mal gucken. Vielleicht kommen noch ein, zwei weitere Let's Plays hiervon. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das mache oder nicht. Es gefällt mir zwar ganz gut, aber ich weiß nicht, ob sich das hier für ein Let's Play wirklich so sehr eignet, denn es ist ja recht monoton, sag ich mal. Deshalb, ist das hier auf jeden Fall erstmal ein letzter Test gewesen und ich hoffe, dass ihr trotzdem auch ein klein bisschen Spaß hattet, auch wenn ich hier noch nicht wirklich so eine Ahnung von hatte. Aber, also ich würde euch trotzdem sagen, also wenn das Spiel irgendwie so 1,50 € kostet oder so unter 2 Euro, dann kann man sich das für zwischendurch auf jeden Fall mal ganz gut holen. Ich finde es schon nicht so schlecht und wenn man die nötigen Upgrades hat dann irgendwann, dann macht das bestimmt noch ein bisschen mehr Laune. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage mal, Leute. Macht's gut, ciao.